Die reiche Ruby zieht heute in das Wohnheim auf dem Campus ein. Sie hat nicht viel Zeug. Ihr persönlicher Diener hat nur ein paar Dinge dabei, die sie für die ersten Tage braucht. Ruby hasst bereits alles und sie hat das Zimmer noch gar nicht betreten. Ja, sie ist ein sehr verwöhntes Mädchen. Sie ist nicht dazu bestimmt, solche Türen zu betreten. Die goldene Kreditkarte löst all ihre Probleme. Sie kann ihr zukünftiges Zimmer betreten. Das Innere des Raumes macht Ruby wirklich Angst. Und der Geruch gibt ihr kein gutes Gefühl. Sogar der Mülleimer in der Villa ihrer Eltern sah besser aus als dieses Zimmer. Und wer ist dieses wilde Tier? Oh, das ist Kylie, Rubys Mitbewohnerin. Wird sie wirklich mit ihr leben müssen? Der Albtraum des reichen Mädchens wurde wahr. Sie ist so leicht zu empören. Die nächsten Jahre werden sehr hart für sie sein. Sogar der Diener denkt, Kylie sei unordentlich. Die Mädchen werden so viel Spaß haben, wenn sie versuchen, miteinander auszukommen. Reich gegen Pleite. Ruby beginnt mit Änderungen am Bett. Ihre goldene Kreditkarte erfüllt ihre Wünsche wie ein Zauberstab. Sie kann nicht in einem normalen Bett schlafen. Alles hier braucht eine gründliche Veränderung. Mehr weiche Kissen für süße Träume. Ruby hat Angst vor der Dunkelheit. Sag es bloß keinem, deshalb braucht sie einen LED-Streifen. Das reiche Mädchen baute das Band mit einer einzigen Handbewegung ins Bett ein. Jetzt hat sie keine Angst mehr vor der Dunkelheit, aber ihre Mitbewohnerin kann sie mit ihrem Blick erschrecken. Das lustige Studentenleben hat begonnen. Kylies Haut ist nicht ans Licht gewöhnt, sie hat früher in einem Schrank gelebt. Jeder im College muss sich mit etwas Neuem auseinandersetzen. Die reiche Mitbewohnerin hat sie tatsächlich dazu inspiriert, das Zimmer zu dekorieren. Jetzt wird jeder wissen, wer hier schläft. Wenn nur ihr Zeichen auch leuchten würde. Sie muss sich etwas Licht von ihrer Mitbewohnerin leihen. Ruby hat sich sehr erschrocken und dachte, es ist alles weg. Nicht alles ist weg, Süße, nur das Licht. Jetzt hat auch Kylie ein bisschen Glanz. Die Mädchen gewöhnen sich an den neuen Ort. Und hier ist die erste Überraschung. Eine Botin brachte Kylie Blumen von einem heimlichen Fan. Dieser Fan weiß nicht, dass sie eine Allergie hat. Sie weiß es auch nicht, denn es ist das erste Mal, dass sie Blumen bekommt. Ruby ist sich sicher, dass es ein Fehler ist. Schließlich ist sie die Schönste hier. Es hat wohl keinen Sinn, auf den Tipp zu warten. Leute, helft mit! Schreibt in die Kommentare, wessen Name auf dem Zettel stand. Kylie hat ein Plakat aus einer Anzeige für Gedankenleser ausgeschnitten, die sie auf der Straße gefunden hat, und hat die Decke mit coolen Kugeln dekoriert. Sie sehen aus wie Planeten. Sie genießt die Dinge um sie herum. Aber Ruby verdirbt gerne den Spaß. Keine Kugeln mehr, liebe Mitbewohnerin. Ja, es ist sehr gemein. Kylie kann nicht lange wütend bleiben. Sie macht einen Kronleuchter aus diesen Kugeln. Ruby hat ein neues Ziel für ihre fiesen Tricks. Aber sie hat keine Kraft gegen Elektrizität. Das wird eine gute Lektion für sie sein. Es ist gefährlich, Drähte mit einer Schere zu schneiden. Ruby ist jetzt wütend. Sie will cooler sein als ihre Mitbewohnerin. Sie wird einen Kronleuchter aus purem Gold machen. Die ganze Welt wird auf sie neidisch sein. Ein paar Stunden Arbeit mit Hammer und Meißel. Und dann ihr Lieblingsteil. Sie nennt es die tödliche Schönheit. Ein paar Schüsse und der goldene Kronleuchter ist fertig. Wow. Kylie ist beeindruckt. Sie hat noch nie Gold gesehen. Nein, Ruby, bitte nein. Das arme Mädchen würde den Karton lieber zum Basteln benutzen. Sie hatte ein Haus und ihren ersten Freund daraus gemacht. Nun, sie konnte schließlich nicht allein auf den Abschlussball gehen. Ich frage mich, was sie jetzt macht. Entschuldigung fürs Spionieren. Wow, was für einen coolen Schminktisch sie gemacht hat. Natürlich hat sie nicht viel Make-up. Sie ist damit zufrieden, aber selbst das, was sie hat, ist ausgetrocknet. Das arme Mädchen brach in Tränen aus. Sie wollte sich an ihrem neuen Tisch schminken. Man sagt, dass Weinen keine Lösung ist, aber Kylies Tränen haben das getrocknete Make-up aufgeweicht und jetzt ist es so gut wie neu. Sie kann sich jetzt so schminken, wie sie es wollte. Und Ruby hat im Internet ein intelligentes Make-up-System namens It's All in Your Hands bestellt. Sie muss nur ihre Hände darauf legen und das eingebaute System wird alles tun. Kylie ist so neidisch, dass ihr die Kinnlade runterfällt. Sie will es auch unbedingt ausprobieren. Kylie wusste nicht, dass das System Rubys Wünsche liest. Und sie will, dass sie geht.
Also Mädel, kühl dich ab und geh raus. Das reiche Mädchen ist müde von diesem Board. Und die Fotos sind verblasst. Es ist Zeit, alles zu aktualisieren. Beständigkeit ist nichts für sie. Es ist besser, auf dem Laufenden zu bleiben. Wow, sie muss es liken zum Aktualisieren. Es wird interessant. Sie mag es, auf Like zu klicken. Wow, sie hat es so oft geliked, dass sie ein cooles Regal bekommen hat. Und eine Krone. Ruby fühlt sich schon immer wie eine Königin. Aber Kylie hat sich immer wie ein Bauer gefühlt und jetzt will sie etwas mehr. Sie hat auch einen Knopf. Das Mädchen drückt ihn wieder und wieder. Aber sie bekommt nichts. Es gibt einfach immer weniger Likes. Hilf dem Mädchen, ihren Bonus zu bekommen. Gib unserem Video einen Daumen nach oben und vielleicht bekommt sie dann ein Regal. Ein lauter Alarm weckte Kylie auf. Nur noch 5 Minuten, bitte. Sie will den Traum bis zum Ende sehen. Aber der Alarm will nicht verstummen. Na gut, er hat es so gewollt. Kylie zerquetscht sie wie eine Fliege. Sie hat keine Alarmanlage mehr. Ruby hat ein leckeres Frühstück im Bett. Natürlich macht es ihr nichts aus, mit ihrer Mitbewohnerin zu teilen. Aber Donuts sind nicht das, was das arme Mädchen will. Es ist das Tablett. Der alte Pullover ist nach dem Waschen kleiner geworden und sie kann ihn zu Fäden verarbeiten. Es muss etwas Interessantes sein, wenn sie den ganzen Pullover dafür hergegeben hat. Diese Hände lieben es, etwas zu erschaffen und zu umarmen. Die Großmutter hat ihr das Stricken beigebracht und sie hat eine neue Uhr gestrickt. Aber was wird sie im Winter tun? Vielleicht trägt sie sie wie einen Pullover. Ruby hat einen bösen Traum, in dem ihre Familie alles Geld verliert. Sie fiel fast aus dem Bett. Hoffentlich ist sie nicht verletzt. Zeit, wieder ins Bett zu gehen. Keine besonderen Anstrengungen erforderlich. Das smarte Bett hebt sie hoch und legt sie in den Schlaf wie eine Mutter. Kylie ist schockiert. Der Mitbewohner weiß immer, wie er sie überraschen kann. Sie können es in ein lustiges Spiel verwandeln. Kylie hat kein Geld fürs Essen. Ihr tierischer Instinkt zu überleben hat sie verrückt gemacht. Aber sie beschloss zu meditieren, damit sie das Hungergefühl besiegt. Ruby lässt auch das Mittagessen aus, weil sie in ihre Lieblingskleider passen will. Die meisten Kleidungsstücke passen nicht mehr und sie hat beschlossen, sie wegzuwerfen. Kylies Kopf ist kein Mülleimer, er sieht nur so aus. Sie nähte eine Decke aus den alten Kleidern ihrer Mitbewohnerin. Ruby hat ihre Meinung geändert. Jetzt will sie ihre Sachen zurück, also sucht sie danach. So traurig, aber Kylie hat sie nicht gesehen. Sie hat so schnell gelernt zu schummeln und sie liebt es. Kylie mähte den Rasen der Nachbarn für Sandwiches. Aber alles, was dieses Mädchen anfasst, ist für Ruby ekelhaft. Sie kann es sich leisten, ein schönes Abendessen zu kochen. Ruby hat einen Grill in ihrem Kopfkissen eingebaut. Endlich gibt es jemanden, dem sie ihn zeigen kann. Erledigt! Er riecht fantastisch. Das Frühstück der Champions kommt. Und es schmeckt noch besser. Aber Ruby verlor ihren Appetit. Und das alles nur, weil Kylie ihr Sandwich in ihrem Grill aufwärmt. Und Ruby hat es nicht zugelassen. Alle Mädchen träumen davon, einen großen Kleiderschrank zu haben. Aber nicht alle Mädchen können es sich leisten. Kylie hat Kleidung aus Pappe gemacht. Diese Dinger sind fast schon Markenklamotten. Sieht seltsam aus, aber sie ist glücklich und alles andere ist egal. Hier wurde sogar heiß. Aber draußen tobt ein Sturm. Das weckte schlimme Erinnerungen bei Kylie. Ein Tornado trug sie einst durch 3 Staaten. Aber die Natur hat das Mädchen nicht ohne ein Geschenk zurückgelassen. Sie kann Zweige und Äste verwenden, um ein Regal zu bauen. Jetzt gibt es einen Platz für all ihre Sachen. Ruby hasst den Erfolg ihrer Mitbewohnerin. Sie hat keine Probleme mit dem Kleiderschrank. Das System, es liegt alles in deiner Hand, wählt Kleidung für sie aus. Es hat noch nie einen Fehler gemacht. Sie sieht toll aus. Sogar Kylie hat es gefallen. Dieses Mädchen ist nicht wie Ruby. Sie weiß, wie man Komplimente macht und nicht nur gemeine Tricks. Die Mitbewohnerin hat ein Date, also kann sie sich auch schick machen. Aber das System hält ihre Kleidung für schmutzige Wäsche und versucht, das Mädchen zu waschen. Smarte Systeme sind nichts für sie. Und Kylie ist wieder ganz nass. Das Mädchen kann nicht schlafen, wenn die Bettwanzen sie beißen. Und Ruby denkt immer, dass ihr Bett eine Müllhalde ist. Sie wirft ihren ganzen Müll dorthin. Sie ist so unhöflich. Sie hat alle Grenzen überschritten.
Oh, Ruby versucht, ein Gedicht über Selbstliebe zu schreiben, aber es klappt nicht. Es ist nicht leicht, einen Reim auf Schönheit zu finden. Kylie würde lieber den ganzen Müll aufsammeln, als mit einem Dichter zu streiten. Müll aufzusammeln ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Es gibt immer etwas Nützliches. Diese Tasche wird ihr Kopfkissen sein. Und keine Bettwanzen. Noch nicht. Sie kann ihren Schlaf genießen. Über den roten Teppich zu laufen, ist der Traum eines jeden ehrgeizigen Mädchens. Ruby hat eine Idee. Der Teppich ist cool, aber ein Dach ist noch besser. Diese Idee erscheint Kylie dumm. Aber das reiche Mädchen braucht ihre Meinung nicht. Das smarte Bett verwandelt den Teppich in einen Baldachin. Das ist Magie. Kylie hat zu Unrecht gezweifelt. Jetzt wird sie nicht mehr so viel reden. Von Rubys Muffin sind nur noch Kerne übrig. Das arme Mädchen pflanzt sie, um neue Muffins zu bekommen. Kylie liebt wilde Tiere. Sie hat einmal einen Monat lang mit streunenden Hunden gelebt. Hey, es war kein Regen vorhergesagt. Wow, das ist wunderschön, aber es sieht nicht nach Muffins aus. Es ist okay, sie kann das Bett mit Blumen schmücken. Jetzt sieht es aus wie eine Hippie-Kommune. Aber sie liebt es. Was ist das? Kylie hat noch nie Geld gesehen. Besonders nicht so viel. Hoffentlich macht sie nicht noch ein anderes Werkstück daraus. Rubys Bett hat einen eingebauten Geldwechsler. Sie bekommt nicht immer Wechselgeld von 100-Dollar-Scheinen. Kylie wird die schönen Papiere zurückgeben müssen. Ruby ist noch nicht fertig. Sie hat so viel Geld. Der traurige Blick der Mitbewohnerin verdirbt ihr die Laune. Sie muss ein bisschen teilen. Hier sind ein paar Münzen. Sie kann sich ein Kaugummi kaufen oder was immer die armen Leute so mögen. Die arme Kylie hasst diese Einstellung. Sie will wissen, was passiert, wenn sie einen Schokoriegel in die Maschine steckt. Oh, Schokoladenmünzen mit dem Geschmack von Armut. Kylie hält ihren Kopf hoch. Ihr gefällt ihr neues Zimmer sehr. Sie hat das toll gemacht. Und sie hat keinen einzigen Cent ausgegeben. Ruby findet, dass wir ihrer Mitbewohnerin zu viel Aufmerksamkeit schenken, während ihr Bett eine echte technische Revolution ist. Ist Kylie damit nicht einverstanden? Hier kommt sie. Leute, schreibt in die Kommentare, welches Bett ihr mehr mögt, bevor sie anfangen zu streiten. Ich bin ihre Streitereien schon leid. Ruby ist verrückt geworden und hat Kylie ein neues Zuhause gekauft. Sie will, dass sie auszieht. Neue Mitbewohner werden sie in ihre Schranken weisen. Was? Zieht Kylie wirklich aus? Ja, Ruby hat sich um alles gekümmert. Nun, mal sehen. Kylie hat gerade eine geheimnisvolle Kiste mit Süßigkeiten mitgebracht und die Mädchen sind begeistert. Essen oder nicht essen? Essen natürlich. Es sind Süßigkeiten. Wer ist das? Ein Süßigkeitenjunge, der ihnen Süßigkeiten anbietet. Sie wissen nicht, wie sie teilen sollen. Süßigkeiten lassen die Zeit langsamer vergehen. Carolyn hält ihren Mund immer offen und hier ist der Grund dafür. Der seltsame Fremde führt etwas im Schilde. Ich habe es euch gesagt. Jetzt sehen wir, wo die Kinder die Süßigkeiten neben immer wieder verschwinden. Jetzt sind die Mädchen in seinem geheimen Versteck gefangen. Was, wenn sie es in ein süßes Zimmer verwandeln? Los geht's, Mädels. Dieser Verrückte versucht, uns zu foltern. Er hat Werkzeuge und einen bösen Plan. Jenny gefällt das nicht. Sie will nach Hause gehen. Sie hat den Türgriff herausgerissen. Nun, er ist einfach aus Schokolade gemacht. Carolyn und Kylie gefällt es hier. Aber Jenny verliert ihren Verstand. Sie ist bereit zu kämpfen. Wenn du dir ein süßes Zimmer wünschst, macht sie dir das süßeste Zimmer der Welt. Aber sie hat keine Sprühfarbe mehr. Kylies Allergien erweisen sich endlich als nützlich. Die Wand ist fertig. Danke. Aber niese nicht mehr. Carolyn ist bereit mitzuspielen. Nur Schokolade konnte sie ablenken. Aber sie ist geschmolzen. Aber sie macht sich keine Sorgen. Das ist die beste Farbe überhaupt. Jetzt hat sie eine Schokoladenwand. Und ein paar Farbreste. Kylie hat ein ganzes Paket mit Luftballons gefunden. Jetzt sind wir bereit für die Party. Oh, Jenny hat einen tollen Kaktus. Er kann tanzen. Und er hat ein Auge auf Carolyn geworfen. Wer könnte dazu schon Nein sagen? Kylie will ihn nur weit weg von ihren Ballons halten.
Eine Ballondecke ist cool, aber was ist mit dem ganzen Eis? Die Kegel könnten sich als nützlich erweisen. Steck einfach Glühbirnen hinein und mach eine Lichterkette daraus. Kylies Eiscreme kam uns sehr gelegen. Nun wird ihr Bett glänzend und süß sein. Ich hoffe, sie frisst nicht auch noch die Glühbirnen. Sie könnte denken, dass das eine gute Idee ist. Kylie hat Skittles, also ist alles gut. Wirf einen Skittles und wünsche dir etwas. Du willst küssen? Hier hast du sie. Hey, rote Ampel. Halt. Das ist gut. Nein, halt. Jetzt kannst du gehen. Die Kissen passen perfekt zum Rest von Kylies Dekoration. Die Mädchen sind nicht gerade ordentlich. Und nicht einer von ihnen hat vor, zu putzen. Sie werden es dem Glück überlassen müssen. Oh, oh. Jetzt müssen sie warten, bis er wieder runterkommt. Es ist gewachsen. Nun, wir werden nicht mehr lange warten. Lass uns diese Zeit gut nutzen. Jetzt wird Caroline den Nachttisch nicht mehr auslassen. Und sie wird tatsächlich putzen. Irgendjemand muss es ja tun. Kylie isst eine Menge. Und warum sollte sie das nicht tun? Sie will diesen Donut aber nicht essen. Jetzt hat sie einen Spiegel. Aber sie hat keinen Lippenstift mehr. Lippenstift-Donut? Wo ist der Unterschied? Jetzt hat sie die süßesten Lippen aller Zeiten. Die großen Macarons sind unglaublich. Aber sie sind nicht zum Essen da. Wir werden ihn als Dekoration verwenden. Das ist es wert. Die beste Essenslieferung aller Zeiten. Kylie teilt nicht, ohne was dafür zu verlangen. Nichts Persönliches, nur geschäftlich. Jenny ist so naiv, wie Caroline hinterhältig ist. Wo sind meine Süßigkeiten? Tut mir leid, schließ nicht auf den Boten. Aber es gibt keine Süßigkeiten. Die Mädchen kämpfen. Caroline sollte besser die Beweise vernichten. Ein Lollipop-Stuhl ist cool, aber klebrig. Jenny macht ihn sauber. Die bunte Spirale ist hypnotisierend, Caroline. Ihr Gehirn schaltete sich ab. Was ist faszinierender, die Spirale oder die Süßigkeiten? Du könntest ihr in diesem Moment alles sagen. Wach auf! Jenny dachte, Caroline sei eine Blume. Sie blüht auf. Probiere den neuen Stuhl aus. Jetzt klemmt sie fest. Ich habe es dir gesagt. Sie wird eine Weile so bleiben müssen. Jenny hat einen Albtraum. Dass es keinen Zucker mehr auf der Welt gibt und stattdessen alles salzig ist. Es gibt eine Überraschung unter ihrem Kopfkissen. Dieses Eis bringt sie auf eine Idee. Hänge es an die Wand. Es gibt keinen zu viel. Was für eine tolle Idee. Aber pass auf, dass deine Mitbewohner es nicht ablecken. Caroline hat keine Zeit. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, sich ihre eigenen Ideen auszudenken. Es gibt keine guten Materialien mehr. Vielleicht kann sie sich etwas Tüll von Kylie leihen. Es ist ja nicht so, dass sie es merken würde. Caroline hat sich eine süße Dekoration ausgedacht. Was könnte besser sein als riesige Süßigkeiten? Kylie dachte, es sei echt. Hat sie ihren eigenen Tüll erkannt? Nein. Warte, ja, das hat sie. Hatte Kylie vor, sich umzuziehen? Wir verstecken das besser erst einmal. Jenny geht es gut, sie hat nur zu viele Süßigkeiten gegessen. Während sie schlief, schmolz es auf dem ganzen Bett und sie blieb stecken. Die Leute haben sie gewarnt, dass ihre Sucht nicht gut enden könnte. Caroline plant etwas Verrücktes. Mentos? Sie wird sie doch nicht mit Cola übergießen, oder? Eine Magierin verrät nie ihre Geheimnisse. Aber jetzt hat sie riesige Mentos. Es scheint gefährlich zu sein. Angriff ist die beste Verteidigung. Attacke! Sie hat die Flaschendeckel mit einem Strohhalm durchstochen. Das ist wirklich magisch. Ihre Freunde hatten nie einen Verdacht. Was kann Carolines Zaubertrank sonst noch bewirken? Sie wird ihn jetzt auf alles schütten. Lass uns versuchen, etwas anderes groß zu machen. Einen riesigen Keks. Jenny hätte den Zaubertrank nicht anrühren sollen. Oh nein! Wie willst du jetzt Schere, Stein, Papier spielen? Sie hat sie natürlich behalten. Der perfekte Mitternachtssnack. Wir sind fertig mit dem Bauen, jetzt können wir uns ausruhen und essen. Was ist das? Unmöglich. Sie waren die ganze Zeit nur die Puppe des verrückten Süßigkeitenjungen? Der Umzug ins Wohnheim ist stressig. Die Schwestern können es kaum erwarten, aufs College zu gehen. Summer will das beste Bett für sich selbst.
Das wird nicht passieren. Emma schlägt ein Schere-Stein-Papier-Spiel vor, damit es fair bleibt. Aber Summer hat schon gewonnen. Und jetzt feiert sie. Ihre Eltern haben ihr ihre Kreditkarte gegeben. Ein großer Fehler. Sie gibt wie verrückt Geld aus. Emma wird das nehmen müssen, was ihre Schwester ihr übrig lässt. Nun, wir werden sehen, wessen Zimmer sich besser macht. Emma sucht überall, aber sie kann ihr Lieblingskleid nicht finden. Sie wollte darin heiraten. Oh nein, ihr Kleid ist jetzt der Baldachin ihrer Schwester. Summer glaubt nicht, dass Emma in nächster Zeit heiraten wird. Sie könnte das Geld gebrauchen. Es ist nicht nett, einen Duschvorhang zu stehlen, während jemand duscht. Aber ihr könnt einen Deal machen. Dieser Vorhang ist genauso gut wie der Baldachin von Summer. Summer liebt es, Comics zu lesen. Es ist so dunkel hier drin, dass sie sich das Augenlicht ruiniert, bevor sie fertig ist. Sie muss sich eine Anleitung auf YouTube ansehen. Emma kann so nicht schlafen. Aber sie hat etwas Blattgold von ihrer Schwester bekommen. Das Zimmer sieht jetzt dank des Designer-Kronleuchters so teuer aus. Jemand versucht, durch das Fenster hineinzuklettern. Oh, das sind nur Äste. Sie kann damit eine Lampe basteln. Zweige, Kleber, eine Glühbirne und eine Prise Liebe. Und Emmas Lampe ist fertig. Sobald Emma zu lesen beginnt, fängt Summer an, sie zu nerven. Jemand baut eine Rutsche für ihr Bett. Sie will die Leiter nicht runternehmen. Sie wollte eine Rolltreppe, aber ihr Antrag wurde abgelehnt. Aber niemand kann sie davon abhalten, einen Pool voll mit Süßigkeiten zu haben. Ah, ist das nicht der Traum eines jeden Kindes? Ihre Kreditkarte lässt Wünsche wahr werden. Der ganze Süßkram kam überall dran, sogar an Emma. Nun ist der ganze Raum klebrig. Dieser Schminktisch ist für beide Mädchen zu klein. Nur ein Mädchen allein kann vor dem Spiegel sitzen. Emma schnappt sich etwas und gibt ihre Seite auf. Sie muss die gestohlene Schminktasche verkleiden. Als Macaron? Ist das dein Ernst? Fürs Erste wird es funktionieren. Schminkst du dich oder isst du? Nur Summer würde auf so etwas hereinfallen. Sie ist zu sehr auf sich selbst konzentriert. Oh, hier ist noch ein Macaron, aber größer. Siehst du das? Der berühmteste moderne Künstler der Welt ist gerade aus Paris eingeflogen, um das 8. Weltwunder zu malen. Summer musste viel Geld dafür bezahlen, aber ihre Allergien machen ihr zu schaffen. Der Künstler ist beeindruckt. Summer schlägt ein paar Änderungen vor. Und der Künstler setzt sie um, aber das Original war besser. Summer hat ihre eigene Meinung. Sie ist der Kunst überdrüssig. Zeit zum Essen. Summer ist im Moment auf einer Chips- und Limonaden-Diät. Emma hat nicht damit gerechnet, dass es Müll regnen würde. Das ist so rücksichtslos. Warte, vielleicht kann sie damit etwas anfangen. Sie kann Bilderrahmen aus Strohhalmen und Kaugummi basteln. Aber das ist das beste Foto, das sie finden konnte. Schau, eine leere Dose. Was willst du damit machen? Farbe? Mal sehen, was sie macht. Okay, das ist ziemlich süß geworden. Und hier sind ein paar Blumen. Träum süß, Emma. Das Soda lässt die Blumen mutieren. Summer, deine liebevolle Schwester hat dir diese Blumen besorgt. Summer riecht Essen. Es muss hier irgendwo sein. Ihre Schwester hat für sie gekocht. Summer hat Geld, was bedeutet, dass sie Macht hat. Emmas Essen gehört jetzt ihr. Oh, ich passe nur auf dich auf, Schwesterherz. Du solltest sowieso nicht so viele Süßigkeiten oder Fastfood essen. Emma, hol den Müll. Warum machst du nicht etwas draus? Du magst solche Sachen. Emma hat eine Kiste mit Sachen von den vorherigen Bewohnern bekommen. Es ist schwer zu sagen, was für Leute das waren. Emma sieht überall Möglichkeiten. Sie kann Linsen und einen Kasten benutzen, um einen Projektor zu bauen. Es ist nicht gerade 4K HD, aber es ist gut genug. Außerdem hat sie ein paar Pommes frites zum Genießen. Was sind das für Geräusche? Die Handlung sieht ziemlich lustig aus. Sie hat sich einen riesigen Fernseher bestellt, der einen regelrecht in eine Handlung einhüllt.
Nein, schalte den Immersionseffekt ab. Sie wurde gerade abserviert. Summer hat ordentlich abgesahnt. All dieses Geld kann in ein bequemes Kissen verwandelt werden. Das ist doch mal was Schickes, Selbstgebasteltes, oder, Schwesterherz? Emma hat gerade mal eine einzige grüne Feder. Und sie kann auf ihrem Kopfkissen malen. Wenn du es träumen kannst, tu es. Yeah. Guten Morgen, Träumerin. Ihre Manifestation hat funktioniert, überall in Emmas Gesicht. Wenigstens hat sie etwas Geld bekommen. Irgendwie. Das muss in Summers Geschichte vorkommen. Summer hat versprochen, Emma beim Durchsuchen des Dachbodens zu helfen. Nun, sie hat es geschafft. Sie ist dir nicht in die Quere gekommen, oder? Emma muss etwas Großes vorhaben. Was ist es? Ein Notizbuch? Okay. Tagebücher sind so altmodisch. Ist es überhaupt eine Sonderanfertigung? Hat es ein spezielles Schloss? Deine privaten Geheimnisse müssen geschützt werden. Emmas Tagebuch wird hinter einem großen Pappschloss aufbewahrt. Summer hätte nicht daran zweifeln sollen. Wie willst du aus dieser Sache herauskommen, Houdini? Wenn du dir ein Zimmer mit deiner Schwester teilst, gibt es viel Streit. Nur einer von euch kann trockenes Haar haben. Oh, das war gemein, Emma. Summer hat die Schlacht verloren, aber nicht den Krieg. Sie kann den Ventilator benutzen, um ihre Haare zu trocknen. Hey, dreh das nicht so laut auf. Summer wird fast weggeblasen. Der Wind ist zu stark. Emma hat keine Probleme. Ihr Haar sieht perfekt aus. Und Summer sieht aus, als wäre sie in einen Tornado gekommen. Summer steht total auf Seifenopern. Sie verbraucht immer mehrere Schachteln Taschentücher. Also hat sie eine Smartbox bestellt, die ihr automatisch Taschentücher reicht. Emma braucht keine Smartbox. Sie ist auch so schon schlau genug. Eine selbstgebastelte Uhr wird dich davor bewahren, zu spät zu kommen. Wie funktioniert das? Wie hat Emma das nur geschafft? Das ist so top aktuell. Emma kontrolliert ihren eigenen Zeitplan dank ihrer Uhr. Der Hiwi ist überzeugt, dass es im Wohnheim spukt. Dinge verschwinden einfach. Wir sind dabei, den Geist zu vertreiben. Emma hat ihr Gebiet mit einem Schild gekennzeichnet. Wenigstens werden die Gäste jetzt ihren Namen kennen. Igitt, das Gespenst hat einen Hammer in das Zimmer der Mädchen gebracht. Emma hat es geschafft, ihn an ihre Schwester weiterzuleiten. Bitte sie aber verliere ihn nicht wieder. Mittwochs ist Summer, was sie will. Sie hat einen vollen Vorrat und ist bereit zu essen. Dieser Kampf war ziemlich ausgeglichen. Aber Summer hat gewonnen. Sie hat die feindlichen Truppen vernichtet. Zeit, sich wieder einzudecken. Emma kann den Müll für noch etwas verwenden. Summer ist bereit für die zweite Runde. Schau, wie sie loslegt. Die Unterstützung ihrer Schwester ist wirklich hilfreich. Auch wenn sich die Mädchen manchmal streiten, kommen sie immer zusammen, um ein gutes Essen zu vernichten. Summer träumt von einer Planierraupe. Es ist so laut, dass Emma eine Woche lang nicht geschlafen hat. Summer baut ihren Palast sogar im Schlaf. Sie hat Probleme mit ihrem Personal. Emma wird Ohrstöpsel brauchen. Dieser Traum ist zu realistisch. In der Zwischenzeit kämpft Summer immer noch gegen ihre innere Bestie. Der Hausmeister kommt nie mit guten Nachrichten. Es hat einen Notfall gegeben. Er hat alles durcheinander gebracht und sie in das falsche Zimmer ziehen lassen. Sie müssen wieder umziehen. In welches Zimmer sollen sie deiner Meinung nach einziehen? Kaum hatten die Mädchen ihr Zimmer so eingerichtet, wie sie es wollten, kam dieser Typ daher und machte alles kaputt. Monika und Summer sind in ihr Wohnheimzimmer gezogen und sie lieben es. Auch wenn es nur ein Bett gibt. Oh, was ist das? Ist die Sonne gerade aus dem Himmel gefallen und in unserem Zimmer gelandet? Nein, das ist Emmas teurer Schmuck. Ihr vieles Geld wird die Bettsituation in Ordnung bringen. Dieses Jahr entscheidet Emma, was für die Oscars nominiert wird. Die Kandidaten auf ihrem Handy zu beobachten, ist lächerlich. Sie braucht einen größeren Bildschirm. Ein Tablet ist besser, aber es zu tragen ist anstrengend. Ihre zierlichen kleinen Arme können das nicht schaffen. Aber ein größerer Flachbildfernseher ist eine viel bessere Idee. Emma wirft ihren Müll zu ihren Mitbewohnern hinunter. Sie sollten sich überlegen, was sie damit machen wollen. Summer bekommt Heimweh. Also hat sie die Kopie ihres Kinderzimmers gebaut. Emmas ganzer Tag ist durchgeplant.
Sie ist so müde und braucht etwas Ruhe. Auch Monika muss sich mit ihren reichen Aufgaben beschäftigen. Das stresst sie. Aber jetzt hat sie eine interessante Idee. Eine Wäscheleine? Wer braucht sowas schon? Sie hat aus der Schnur einen Planer gemacht. Sie ist so produktiv. Was ist das für ein Monster? Es ist einfach Summer. Daran müssen wir uns gewöhnen. Sie hat ihre eigene Version eines Kalenders gezeichnet. Er besteht nur aus Montagen. Emma liebt Freitage und gut auszusehen. Hier ist kein Platz für ihr Make-up. Kleine grüne Papiere werden dieses Problem lösen. In diesem süßen rosa Regal kann Emma ihr Make-up aufbewahren, während sie beschäftigt ist. Monika ist erstaunt. Ist das Magie? Sie würde lieber ihre eigenen Hände benutzen. Wenn sie etwas Styropor schüttelt, als würde sie einen Nerd wirken und verwandelt es in ein Regal für ihre Pflanze. Genau wie ein Nerd. Summer steht mehr auf Manifestation. Wenn du etwas willst, zeichne es. Aber das ist alles, was sie tun kann. Hör auf zu träumen und tu etwas. Dafür sind Freunde doch da, oder? Da ist ein Stück Pappe, das von Emmas Fernseher übrig geblieben ist. Monika wird etwas daraus machen. Sie fühlt sich inspiriert. Aber sie weiß nicht, was sie machen wird. Sie hätte nicht so viel Kaffee trinken sollen. Aber das ist cool. Das ist noch cooler. Du kannst mit ihm spielen oder einen Kronleuchter daraus machen. Das ist verrückt. Monikas Erfindungen sind nicht wirklich so stark. Es macht so viel Spaß, über arme Menschen zu lachen. Willst du das nicht einfach im Licht einer goldenen Lampe anschauen? Sei nicht böse, Monika. Es gibt auch genug Licht für dich. Summer muss ihren Teil des Raums mit einer Pappkerze beleuchten. Oh nein, sie ist ausgegangen. Dann muss sie sich eben eine neue malen. Monika ist wütend auf ihre reiche Mitbewohnerin und will einen Weg finden, sie zu ärgern. Die durchgebrannten Glühbirnen können zu hängenden Pflanzgefäßen werden. Ich wette, alle sind so neidisch. Emma ist nicht beeindruckt. Summer sieht Papa als eine Pflanze, die sie nicht gießen muss. Das elektrische System des Gebäudes kann all diese Spannungen nicht bewältigen. Was machen wir jetzt? Wenn Emmas Handy ausgeht, kann sie nicht mehr online einkaufen. Summer kann ihren Freunden helfen. Früher hat ihre Familie ihr Haus mit einem Rad angetrieben, in dem sie abwechselnd liefen, aber dann erfuhren sie von der Windenergie. Gut, dass sie keine Fenster eingebaut haben. Emma ist schon durch die ganze Welt gereist. Einmal kam sogar der Eiffelturm zu Besuch. Emma ist hübscher als der Eiffelturm, keine Frage. Monika hat auch viele gute Erinnerungen, aber über die kann man nicht wirklich prahlen. Summer hat keine Fotos. Ihre Cousine hat einmal ein Bild von ihr gemalt, aber sie hat es verbrannt. Zeit, das zu ändern. Sie braucht eine Aufzeichnung der besten Jahre ihres Lebens. Kleine Dinge beeindrucken sie wirklich. Summer hat eine Kamera gemacht? Das ist witzig. Das wird auf keinen Fall funktionieren. Lass uns ein Selfie machen. Was? Summer trägt auf dem Bild einen anderen Pullover. Die Pappkamera ist nicht gut im Erfassen von Farben. Morgens ist es hier so heiß. Emma hat eine leistungsstarke Klimaanlage installiert. Der Wind erinnert Summer an den Wolf, der einmal ihr Haus umgepustet hat. Wie wäre es, wenn wir stattdessen einen Fächer benutzen? Jetzt muss sie ihre Mitbewohnerin bedienen und als ihre Dienerin arbeiten. Die Hitze lässt Summer denken, dass der Fächer gut aussieht. Jetzt hängt er an ihrer Wand. Summer möchte auch unbedingt ihr Zimmer dekorieren. Ihr Teppich wird allen erzählen, dass sie eine gute Gastgeberin ist und dass sie ziemlich pleite ist. Emma hat Geld, aber ihr sind alle egal. Und Summer ist entschlossen, sich zu rächen. Kleber hilft den Mädchen zusammenzuhalten. Fast zu fest. Emma bringt Monika bei, stilvoll zu sein. Eine Handtasche sagt viel über eine Frau aus. Monika hat eine Tasche, auf der steht, dass sie Eiscreme verkauft. Summer will nicht außen vor bleiben. Sie hat eine Auster aus Pappe mit einer Perle drin. Das ist witzig. Moment mal, eine Tasche in Form einer Muschel? Das ist doch verrückt. Summer hat ihre beiden Mitbewohnerinnen durch einen Geniestreich geschlagen. Make-up auszusuchen ist schwieriger als rechnen. Emma braucht ihren goldenen Tisch.
Monika flippt aus. Ihr Make-up passt nirgendwo hin und sie verliert es ständig. Sie hat eine alte Jeans in eine Schminktasche verwandelt. Und jetzt soll sie sie tragen? Das geht nicht. Hängen sie einfach an die Wand. In der Zwischenzeit hat Summer eine Pappbürste gebastelt. Es dauert ewig und funktioniert nicht einmal richtig. Hey, die 70er haben angerufen, sie wollen ihre Frisur zurück. Emma beendete ihre Pizza und warf ihren Müll die Treppe hinunter. Monika und Summer können bestimmt etwas daraus machen. Summer mag ihre Einstellung nicht, aber sie liebt Poppe. Ein Laptop wird dir sehr nützlich sein. Wie lautet das Wi-Fi-Passwort? Monika hat das noch nie gesehen. Eine Salami-Tastatur? Sehr realistisch. Salami bringt Monika mehr zum Lachen als jeder andere Clown. Monika ist altmodisch und gießt ihre Pflanzen mit der Hand. Während Emma selbst bewässernde Töpfe hat. Sie braucht auch Selbstbewässerung. Oh nein, das Wasser lässt ihr teures Haar kraus werden. Monika hasst es, ausgelacht zu werden. Und Roboter. Und Summer hat nichts zu gießen. Sie versteht nicht, warum Emma so sehr versucht abzunehmen. Das ist es nicht einmal wert. Emma ist ganz besessen von diesen kleinen Zahlen. Obwohl sie nur Summer erschrecken. Wie funktioniert das überhaupt? Warum legst du diese schweren Accessoires nicht ab? Die Zahlen sind immer noch erschreckend. Also zeichnete Summer eine Pappwaage für ihre Freundin. Es zeigt die Zahlen, die du gezogen hast. Sieht aus, als hätte Summer die falsche Nummer eingegeben. Emma, das zeugt nicht gerade davon, dass du ein gutes Körperbewusstsein besitzt. Es ist schön, nach einem guten Training etwas zu essen. Summer hat nicht trainiert, aber sie hat auch ein paar Tage lang nichts gegessen. Also stiehlt sie einen Donut von ihrer Mitbewohnerin. Gestohlenes Essen schmeckt noch leckerer als normales Essen. Summer ist auf dem absteigenden Ast. Emma wird ihr das nicht durchgehen lassen. Sie wird staunen. Mit einer Schlange hast du nicht gerechnet, oder? Was ist das Geheimnis von Emmas Erfolg? Vielleicht ist es gute Musik. Monika braucht Kopfhörer. Lieferung. Das ist eine riesige Kiste. Was ist drin? Wow, sie haben die Größe personalisiert. Während die abgebrannten Mädchen putzen, gibt Emma ihnen mehr Arbeit, damit es interessant bleibt. Wenn sie mit dem Putzen fertig sind, werden sie sich langweilen. Aber hört auf zu schreien, sonst verschlimmert ihr noch Emmas Kopfschmerzen. Armut ist so laut. Besen sind für Hexen. Reiche Mädchen benutzen ihre Kreditkarten. Das ist der Staubsaugerroboter. Mädels, ruht euch aus. Ein echter Profi ist bei der Arbeit. Alles dank Emmas Reichtum. Sie sollte aufgehen. Wie lässt sich das Ding überhaupt einschalten? Emma will auch Monika behandeln. Sie hat eine besondere Überraschung für sie. Normale Kopfhörer. Keine blauen Flecken mehr. Summer hat auch etwas für ihre Mitbewohnerin. Die Handtasche, die sie immer wollte. Monika hat eine Überraschung. Zwei Äpfel für Summer. Nur einer ist vergiftet. Jetzt sind sie die besten Freunde. Oh, die Mädchen haben einen Gast. Wer ist es? Noch eine Mitbewohnerin? Auf keinen Fall. Der Umzug ins Wohnheim ist stressig. Die Schwestern können es kaum erwarten, aufs College zu gehen. Summer will das beste Bett für sich selbst. Das wird nicht passieren. Emma schlägt Schere, Stein, Papier vor, damit es fair bleibt. Aber Summer hat schon gewonnen und jetzt feiert sie. Ihre Eltern haben ihr ihre Kreditkarte gegeben. Großer Fehler. Sie gibt Geld aus wie verrückt. Emma wird das nutzen müssen, was ihre Schwester zurücklässt. Emma sucht überall, aber sie kann ihr Lieblingskleid nicht finden. Sie wollte darin heiraten. Oh nein, ihr Kleid ist jetzt das Vordach ihrer Schwester. Summer glaubt nicht, dass Emma in nächster Zeit heiraten wird. Sie könnte das Geld gebrauchen. Es ist nicht nett, einen Duschvorhang zu stehlen, besonders nicht, während jemand duscht. Aber du kannst einen Deal machen. Dieser Vorhang ist genauso gut wie der Baldachin von Summer. Summer liebt es, Comics zu lesen. Es ist so dunkel hier drin, dass sie sich ihr Augenlicht ruiniert, bevor sie fertig ist. Sie musste sich eine Anleitung auf YouTube ansehen. Emma kann so nicht schlafen. Aber sie hat etwas Blattgold von ihrer Schwester bekommen. Das Zimmer sieht jetzt so teuer aus. Dank des Designer-Kronleuchters. Jemand versucht, durch das Fenster hineinzuklettern.
Oh, es sind nur Äste. Sie kann daraus eine Lampe basteln. Zweige, Kleber, eine Lampe und eine Prise Liebe. Und Emmas Lampe ist fertig. Sobald Emma zu lesen beginnt, fängt Summer an, sie zu nerven. Jemand baut eine Rutsche für ihr Bett. Sie will die Leiter nicht runternehmen. Sie wollte eine Rolltreppe, aber ihr Antrag wurde abgelehnt. Aber niemand kann sie davon abhalten, ein Schwimmbecken zu haben, das mit Süßigkeiten gefüllt ist. Ah, ist das nicht der Traum eines jeden Kindes? Ihre Kreditkarte lässt Wünsche wahr werden. Der ganze Süßkram verteilte sich überall, sogar auf Emma. Jetzt wird der ganze Raum klebrig sein.